Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2, die Fraktion der Tyranniden. Und ja, man sollte vielleicht mal speichern. Fällt mir gerade ein. Speichern ist nie verkehrt. So, Tyra 3. Zackididu. So, und dann kümmern wir mich mal uns um diesen Chaos-Abschaum kümmern. Bio-Abrissbirne. Na gut. Ich hoffe, dass wir so ungefähr... Ja, weil hier ist schon, glaube ich, Minenfeld und Verteidigungsplattform. Ob das so hinhaut? Die haben 600 quasi. Aha. Also er hat 400. Rote Korsare. Oh, gefällt mir so das Farbmuster der Chaos Marines. Sieht gut aus. Die Stärke macht wahrscheinlich auch die Plattform aus. Das heißt, wir müssen hier wieder dieselbe Taktik fahren. Die von der Plattform weglocken. 10.000 years have passed since the galaxy burned in the fires of the Horus. Hatten wir das Video nicht schon mal gesehen? Ach ja, bei den Imperialen, ne? 10 millennia since the greatest of. Ich lasse es trotzdem mal laufen für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Eternal damnation and tore the galaxy asunder. Horus Lupercal may be dead, his body ashes and his memory the stuff of a cursed legend. But the wounds he wrought yet gape in the hide of an embattled Imperium. For the battle against Chaos knows no end. Many of Horus' servants survived the civil wars, and they have not forgotten their defeat. When the War Master fell, they retreated to the Eye of Terror and waged battle anew. Greatest of these was Abaddon the Despoiler, Horus' greatest living heir. Abaddon took the title of War Master for his own and embarked upon a long and bloody campaign to succeed where his fallen master had failed. 12 Black Crusades he launched against the Imperium of Man. 12 world-shattering campaigns to forever alter the balance of power. Now, as the millennium draws to a close, a vast armada of traitors slips its moorings as Abaddon launches his 13th and perhaps final strike. As the tide of chaos breaks against the Cadian Gate, the Imperium holds its breath. Faith alone cannot hold back these bleak waters. Only valor will serve. Ja, jetzt kämpfen wir, glaube ich, gegen das Chaos. Den hatten wir auch schon mit den Tyranniden. Hm. Ach ja, das war auch eine fetzige Animation, wie das richtig große Verteidigungsding da oder Raumschiff da auf diesen Planeten geflogen ist. Geile Sache. So, und Ladebildschirm. Oh, was ist da hinten? Erinnert mich so an der Form von Battlestar Galactica der Serie, wo sich die Zylonen immer wieder reanimiert haben. Die menschlichen. So. Ich glaube, hier gab es ein Minenfeld. Das sehen wir nicht. Wir sehen auch diesmal nicht, wo die Plattform ist, ne? Hm. Oh, doch hier. Genau hier zwischen. Ich würde sagen, wir werden heute von hier aus und ihr seid die Nummer 2 und ihr 3 hinterher und ihr seid die Nummer 1. Bereit? 2.
eins hinterher. Rammt bloß euch selber nicht. Gut, gut, gut. Das ist unser einziger Torbo, den wir haben irgendwie. Um ein bisschen aus dem Arsch zu kommen. Ah, jetzt sehen wir auch die Verteidigungsplattform. Ich weiß bloß nicht, wo die Minen sind. Sein einziges Schiff. Das locken wir ins Minenfeld rein. Ins Minenfeld, ins Dingsbums hier. Asteroidenfeld. Weil er kriegt vielleicht Schaden, wenn, wenn er durchgeht. Wir nicht. Komm mal, die kleinen Schiffe können da schon mal rein. Du, Schnucki. Ist dahin. Er kommt hier durch. Zwei Signale. Aber noch sind wir getarnt. Genau, richtig schön rein da. Er ist zu lahm hier, der Kleine. Du brauchst nicht drüber fliegen, kommst du einfach mit. So, identifiziert. Ein leichter Kreuzer. So, weiter. Trupp verloren. Alter Schwede. Brennt. Rückzug. Ah, zu schnell. Dann Pedos auf den nächsten. So, jetzt nochmal. Hat funktioniert. So, automatisches Schießen aktivieren. Mache ich bei dir auch nochmal. Euch mache ich das hier alle. Oh, hat es einen zerflattert schon? Chaos-Schweine. Das ist Hardcore. Oh. Der nervt mich, würde ihn. So, schön in den Sporminen rein. Ziehschrei, damit sie alle motiviert sind. Unterstütze ihn da, nicht dass er kaputt geht. Hier auch, unterstützt ihn. Sie meutern, er brennt. Und mal nachschießen, damit er ja nicht mehr aufsteht. So. Meutert, aber. Da können sich die kleinen Schiffe drum kümmern, die großen erstmal in Sicherheit. Oh, er meutert nicht mehr. Aber er brennt noch. Immer schön draufballern. Gruppenbefehl, nachladen, schneller.
nachladen, schneller. So, haben wir. Tarnung. So, na, irgendwer klingelt, ist mir jetzt aber egal, wir sind in einer Aufnahme. Torpedos. Gut getroffen. Nochmal ein bisschen drehen. Nächste Torpedofeuer. Weiter an. Oh, kleines Schiff. Weg, 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 weg. Hui, das war knapp. Der rammt. Und du auch. Weg, 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 weg. So, gehen wir auch wieder in Tarnung rein. Aber ihr könnt doch erstmal hier reingehen. Die Großen kommen nicht hinterher. Alle. Wir können uns bis zu diesem Asteroidenfeld eigentlich nähern? Müssten wir eigentlich ungeschützt sein. Jetzt haben wir aufgebraucht. Den Ziehschrei, schade. Den hätte ich jetzt gerne nochmal eingesetzt. Den hätte ich nochmal gerne eingesetzt. Nee, andersrum. So. Schock vorspulen. Ja, treffen wir uns schon. Das ist Mist. Und die kleinen Schiffe sind auch zu weit weg. Die sind zu weit weg. So. Attacke. Wir müssen echt überlegen, wie wir da... Unversehrt vielleicht... Ah, scheiße. Ah, dass diese Kleinschiffe so lahm sind. Oh, der ist gleich weg, der ist gleich weg. Muss mal Schild wieder machen. Auch er wieder mit der Seitenkanone hier. Aber ich werde ihn zurückziehen. Ich lasse ihn noch einmal drehen. Feuer. Und Feierabend hast du. Geh nach Hause, automatisches Feuer aus. Du kannst weg. Dass du mir am Leben bleibst. Das ist viel wichtiger. So. Ihr kriegt's geschissen da, oder was? Du kannst ja gleich auf den da gehen. So, ihr geht auf ihmchen. Vorspringen, Rammmanöver. Oh, falsches Schiff. Upsa, dupsa. Ich hab's alle in der Gruppen. Ach, ich hab's alle in der gruppenmäßig angehabt. Darum. Das ist ein bisschen blöd gelaufen.
Dreh dich. Machen Meuterei. So. Du fliegst mal dagegen nochmal. Nur, dass du in der Mitte bist. Wenn ich beide Schiffe nochmal erwische. Drehen, 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 drehen. Drehen, 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 drehen. Feuer. Du bist auf ihmchen. Hier auf ihmchen. Und dann sollte das gegessen sein. Aber ihr seht, wie die Schiffe, wie schnell die kaputt gehen. Ich habe das Gefühl, die Imperialen und so, die halten eindeutig mehr aus als die Tyrannenschiffe. Ja. 7. Jetzt müsste ich aber Folgendes wieder machen. Ich muss mindestens 1 oder 2 Runden wieder regenerieren, die werde ich dann einfach ein Offscreen machen. Und zum nächsten Gefecht oder zum nächsten interessanten Geschichte werde ich dann wieder eine Aufnahme starten. So, 19. Rote Korsare sind besiegt. Wieder 3 Stufenaufstiege. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das. Oh. Eins haben wir doch verloren. Scheiße. Einen kleinen Kreuz haben wir verloren. Na gut. Ruhm Rang 2. Das heißt größere Flottenkapazität, Befehlskapazität, mehr Führung und mehr Upgrades. So, Vanguard Streitkräfte. Tyranniden können Ressourcen nutzen, um einige Streitkräfte im feindlichen System einzusetzen. Diese Anwesenheit entwickelt sich mit der Zeit mit folgenden Effekten: Schatten des Warps, Genestealer-Kult, Genestealer-Patriarch, Vanguard-Flotte und befallener Space Hulk. Aha. So können wir schon andere Systeme quasi schwächen. Klingt doch nett. Sobald Sie einem feindlichen System Vanguard-Streitkräfte eingesetzt haben, können Sie die weiteren Wirkungen über den sogenannten Symbol im benutztes Interface einsehen. Wie darf ich das einsetzen? Vanguard-Streitkräfte. Setze ich doch schon mal hier ein, um vielleicht hier die Truppen zu schwächen, um das System zu schwächen. Oh, mal gucken, was wir daraus kriegen. Schatten des Warps senkt den Mut der feindlichen Schiffe in diesem System und benachbarten System. Ja, und so weiter und so fort. Okay. Gut, ich leck erstmal meine Wunden. Oh Gott, oh Gott. Haben gut einen mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, hier nicht zurückzufliegen, weil da haben wir noch doppelte Ante zurück. Nee, ne? Gut. Dann bleiben die erstmal da. Dann würde ich sagen, eure Aufgabe ist es jetzt, zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und ansonsten wieder nächstes Mal reinschalten, wenn wir die Tyranniden spielen. Haut rein. Ciao.